In Österreich war in erster Linie die Politik von Bundeskanzler Bruno Kreisky für die Stagnation in der Integrationspolitik verantwortlich. Einerseits forcierte er die Politik der aktiven Neutralität und andererseits betrieb er eine Globalisierung der österreichischen Außenpolitik. Eine Dynamisierung der österreichischen Integrationspolitik tritt ab 1985 ein, wohl als Reaktion auf den in Bewegung kommenden europäischen Integrationsprozess. Die Wende in der österreichischen Außenpolitik war in erster Linie wirtschaftlich tendiert. Doch können auch psychologische Momente als Dynamisierungseffekt herangezogen werden. Österreich erfuhr seit 1985 in seinem Image als Insel der Seligen mehrere Rückschläge. 1985 begrüßte Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager den aus italienischer Haft entlassenen Kriegsverbrecher Walter Redl per Handschlag. Im selben Jahr bewirkte der Weinskandal internationalen Imageschaden. Im März 1986 bezeichnete der jüdische Weltkongress Präsidentschaftskandidat Kurt Waldheim als Kriegsverbrecher und löste damit die Waldheim-Affäre aus. Bereits Ende des Jahres 1985 eröffnete der außenpolitische Sprecher der ÖVP Andreas Kohl und SPÖ-Außenminister Peter Jankovic, der in einem Interview für eine starke Annäherung Österreichs an die EG bis zu einer Art Mitgliedschaft plädierte, die Diskussion über eine Integration Österreichs in die EG. Die Nationalratswahlen im Jahr 1986 beendeten die kleine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ. Ihr folgte die große Koalition zwischen SPÖ und ÖVP unter Bundeskanzler Franz Vranitzky und Erhard Buseck. Diese Koalition wurde am 21. Jänner 1987 gebildet. In seiner außenpolitischen Erklärung zeichnete der neu gewählte Bundeskanzler Vranitzky den Weg Österreichs in Richtung Brüssel vor. Am 28. Jänner 1987 verabschiedeten die Koalitionspartner eine Regierungserklärung, in der die Klärung des Verhältnisses Österreichs zur EG zum zentralen Anliegen der österreichischen Außenwirtschaftspolitik erhoben wurde. Daraufhin setzte die Regierung eine Arbeitsgruppe für europäische Integration ein, die zum Resultat gekommen war, dass die volle Teilnahme Österreichs an der Substanz des Binnenmarktes keine unüberwindlichen Probleme aufwerfen würde. Vor allem die Vertreter der österreichischen Wirtschaft und Industrie machten sich für einen Beitritt in die EG stark. Wir haben den Vorschlag gemacht, Österreich kann und soll der Europäischen Union beitreten, weil es in unserem vitalen Interesse ist, weil es in unser Zukunftskonzept passt, weil es Österreich angesichts der sich abzeichnenden geopolitischen Veränderungen in das Herz Europas zurückbringt. Nicht als Grenzstaat, sondern als Mittler- und Mittelstaat. Und daher würde ich sagen, die Wirtschaft ist nach einer kurzen Schrecksekunde, die meine Ansage ausgelöst hat, dann aber zuerst von Seiten der Industrie, dann von Seiten der Wirtschaft, aber auch dann von Seiten der Politik, Landeshauptleute Burtscher und Ratzenböck, dann erst Alois Mock, dort hingekommen, dass sie gesagt haben, ja, das ist tatsächlich überzeugend, nützen wir auch die Chance. In der Zwischenzeit ist klar geworden, dass Gorbatschow auch Window of Opportunity geöffnet hat. Und wer diese Chance nicht nützt, ist selber schuld und daher haben wir das entsprechend beschleunigt und es sollte sich dann nachher zeigen, dass diese Beschleunigung richtig, wichtig und notwendig war. Während sich die ÖVP allmählich als Europapartei entwickelte, verhielt sich der Koalitionspartner SPÖ anders. Es bestanden zunächst vor allem seitens des linken Flügels Widerstände. Dies obgleich der Bundeskanzler und sein Finanzminister Ferdinand Lazziner für einen Beitritt plädierten. Die Rede von Kommissionspräsidenten Jacques Delors am 17. Jänner 1989 sollte eine Änderung in der Haltung innerhalb der SPÖ bewirken. Delors sprach sich für einen institutionell strukturierten Zusammenschluss der EG- und EFTA-Staaten aus. Das ist der Oslo-Luxemburg-Prozess. Sein Plädoyer bewirkte innerhalb der SPÖ einen Stimmungswechsel. Mehrheitlich wurde für einen EG-Beitritt gestimmt.
Nachdem sämtliche Hürden aus dem Weg geräumt waren, begann sich die österreichische Regierung auf den Beitritt vorzubereiten. Größere Diskussionen gab es in erster Linie über die Frage der Neutralität Österreichs und im Bereich der Kompetenzverteilungen. Alois Mock hat dann mit dem Regierungseintritt der ÖVP 1987 das zum Programm gemacht. Er war immer der Drängende. Ich bin 89 in die Regierung gekommen als junger Wirtschaftsminister. Das war schon eine sehr spannende Zeit. Ich erinnere mich noch ganz genau an die heftigen Diskussionen im damaligen Ministerrat. Franz Vranitzky war Bundeskanzler und war innerlich auch überzeugt, dass das ein richtiger Weg ist. Aber die Sozialdemokraten haben eigentlich bis zum Schluss ziemlich hinhaltenden Widerstand geleistet. Auch Heinz Fischer war damals eher auf der bremsenden Seite, nicht alles wegen Neutralitätsbedenken und vieler anderer inhaltlicher Streitpunkte. Und da gab es große Bedenken, zum Beispiel, also was für die Steiermark interessant ist, gab es damals die große Befürchtung, dass die österreichische Eisen- und Stahlindustrie, und zwar sowohl die Edelstahlindustrie als auch Massenstahlerzeuger, dass die durch eine Mitgliedschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft drauf zahlen würden, dass wir viele Arbeitsplätze verlieren würden. Also es gab auch in den Gewerkschaften, in einigen gab es also eine starke Skepsis. Und das war insbesondere, glaube ich, ein Verdienst von Vranitzky, der durch lange Überzeugungsarbeit es hingebracht hat, dass dann, ich kann mich erinnern, auf einem Innsbrucker Kongress einstimmig beschlossen wurde, mit allen, also bis hin zu den Jugendorganisationen, ein Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Die Reaktion der Bundesregierung auf den positiven Bericht der Arbeitsgruppe war die Vorlage eines Berichts über die Gestaltung der Beziehungen Österreichs zu den europäischen Gemeinschaften, die dem Nationalrat und Bundesrat am 17. April 1989 vorgelegt wurde. Aufgrund dieses Berichts verabschiedete der Nationalrat am 29. Juni 1989 eine Entschließung mit der Aufforderung an die Bundesregierung, die Mitgliedschaft Österreichs bei den europäischen Gemeinschaften zu beantragen. Die Bundesregierung traf nun weitere Vorkehrungen, sodass am 17. Juli 1989 Außenminister Alois Mock dem damaligen Vorsitzenden des Rates, Roland Dumas, den Antrag der österreichischen Regierung um Aufnahme in die EG überreichen konnte. Aber es war dann so weit, dass wir Anfang Juli diesen berühmten Brief nach Brüssel abgeben konnten. Und Alois Mock hat extra gewartet, im Juni haben wir das ja schon beschlossen, aber er hat extra gewartet, bis die Franzosen die Mitgliedschaft, die Präsidentschaft übernommen haben, damit er dann Anfang Juli diesen Beitrittsbrief an das damalige Präsidentschaftsland, an Frankreich, an Außenminister Dumas in Paris überreichen konnte. Und dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag. Dann kam das Pan-Europa-Frühstück im August und der Fall des Eisernen Vorhangs. Ab September war ja alles offen zwischen Österreich und Ungarn. Dann kam eben der Fall der Berliner Mauer im November. Und dann ist es eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Der nächste Schritt war das Avis der Kommission. Das ist die vorläufige Stellungnahme, die die Kommission über die Einigung eines Beitrittswerbers abzugeben hat. Erst dann kann der Rat über die Aufnahme beschließen. Aufgrund der Vorbereitungen zum Vertrag von Maastricht und der Errichtung eines einheitlichen Binnenmarktes erfolgte das Avis erst am 31. Juli 1991. Österreich wurde ein äußerst positives Zeugnis ausgestellt. Einzig in der Frage der Vereinbarkeit von Neutralität und Gemeinschaftspolitik, vor allem hinsichtlich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Transitfrage, ortete man Schwierigkeiten. Doch erschienen der Kommission diese Probleme als nicht unüberwindbar. Bereits am 12. Dezember 1992 gab der Europäische Rat von Edinburgh grünes Licht für die Aufnahme der Verhandlungen, allerdings erst nachdem Österreich sich dazu verpflichtet hatte, den EWR-Vertrag von Porto zu unterzeichnen. Dieser multilaterale Assoziationsvertrag wurde am 22. September 1992 vom österreichischen Parlament ratifiziert.
Durch ihn erfolgte die Übernahme des Großteils des gemeinschaftsrechtlichen Besitzes, des sogenannten Acquis Communautaire. Da waren einige Themen ganz zentral. Das waren zum einen die Frage der Neutralität. Das war zum anderen die Frage, Atomkraftwerke müssen wir, weil da gab es das Gerücht, wir müssen sozusagen durch den Euratom-Vertrag zulassen, dass auch hier die friedliche Nutzung der Kernenergie stattfindet. Dann war das sehr stark die Frage der Standards bei Lebensmitteln. Also unter dem Stichwort Blutschokolade ist dann am Schluss vor der Abstimmung einmal gekommen, dass wir Blutschokolade essen müssen. Und dann ist die Frage auch gewesen, Zweitwohnsitz. Da gab es gerade im Westen Österreichs die Sorge, dass viele da wiederum von Deutschland hereinkommen und hier Grund und Boden aufkaufen, weil das ja keine Beschränkungen mehr unterliegen durfte. Und da hat es ja bekanntlich einige Themen gegeben, die sozusagen in den Verhandlungen vorher übergeblieben sind für die politische Ebene, wo es also größere Reibereien gegeben hat. Da war eines davon die Landwirtschaft, ein zweites Thema waren die Zweitwohnsitze und vor allem dann der Transitvertrag. Ja. Und die Verhandlungen haben sich eigentlich nur auf diese Schwerpunkte konzentriert. Der Schwerpunkt der Verhandlungen in Brüssel, das waren die sogenannten Jumbo-Verhandlungen im Februar 1994, lag vor allem in den Bereichen Umwelt, Transit, Landwirtschaft und Zweitwohnsitz. Hier mussten Übergangsbestimmungen vereinbart werden. Hinsichtlich des Bereiches Landwirtschaft beschloss man im Zuge der Uruguay-Runde, der achten durch den GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, internationales Zoll- und Handelsabkommen, durchgeführten Welthandelsrunde, die Abschaffung wettbewerbsverzerrender Agrarsubventionen, was auch für Österreich Vorteile im Hinblick auf die Verhandlungen bringen sollte. In der Frage des Transits konnte 1992 eine 10-jährige Übergangsbestimmung getroffen werden. Die volle Anwendung des Gemeinschaftsrechts sollte aber mit 1. Jänner 2004 erfolgen. Eine Verlängerung der Übergangsbestimmungen scheiterte im Jahr 2003. Damit war klar geworden, dass es weder eine Verlängerung noch einen neuen Transitvertrag geben werde. Tirol musste die unbeschränkte Durchfahrt von Schwerverkehr akzeptieren. Nachdem Österreich sich auch zur vollen Teilnahme an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik verpflichtet hatte, konnten die tagelang währenden Jumbo-Verhandlungen erfolgreich beendet werden. Legendär ist die Umarmung der Staatssekretärin Brigitte Ederer durch den österreichischen Außenminister Alois Mock. Das heißt, diese Verhandlungen haben für uns zum allergrößten Teil aus Warten bestanden. Ja? Und das war natürlich ein bisschen nervenaufreibend, vor allem dadurch, dass es in der ersten Phase nur sehr, sehr wenig Fortschritte gegeben hat und auch einige Überraschungen. Am leichtesten war die Sache mit den Zweitwohnsitzen, weil das war schon vorher klar, dass man das über die Raumordnung regeln kann und dass es keine Alternative dazu gibt. Die zweite Sache, wo es eine Riesenüberraschung gegeben hat, war die Landwirtschaft. Und zwar deshalb, weil wir die 2 Jahre vorher, wo wir mit der EU verhandelt haben, und zwar habe ich damals immer mit der Generaldirektion Landwirtschaft logischerweise und mit den dafür zuständigen Kommissar verhandelt. Und da war die ganze Zeit davon die Rede, dass man eine Übergangsregelung gestalten möchte, wie man vom österreichischen System sozusagen ins europäische System hineinwächst. Und die große Überraschung war, wie wir in Brüssel angekommen sind, hat uns der Außenkommissar, der dann die Schlussverhandlungen geführt hat, mitgeteilt, dass ihn das überhaupt nicht interessiert, was da vorher verhandelt worden ist und dass er nicht bereit ist, auch nur einen Tag Übergangsregelung zu machen, sondern vom ersten Tag an, wenn Österreich beitreten möchte, müssen wir die europäischen Bedingungen schlucken. Das war eine riesige Überraschung und hat natürlich dann auch zu internen großen Diskussionen, vor allem mit den Agrarvertretern, geführt, weil die nicht gewusst haben, so, was soll man jetzt? Ja? Und damals war es dann für mich nicht ganz leicht. Ich habe dann in einer Nachtarbeit, also eine ganze Nacht durchgearbeitet und habe ein alternatives Verhandlungskonzept de facto vor Ort
zusammengestellt. Ich habe auch gute Kontakte mit den anderen Kandidatenländern gehabt und die waren dann mit meinem Vorschlag einverstanden. Ich war da immer so ein bisschen der Sprecher der Kandidatenländer in Sachen Landwirtschaft und dann haben wir das Stück für Stück halt verhandelt. Ich bin, kann mich erinnern, 2 Nächte gar nicht nach Hause gegangen, sondern bin im Bundeskanzleramt verblieben, um jederzeit als Telefonpartner zur Verfügung stehen zu können. Und das war auch wichtig und notwendig und hat sich gelohnt, denn es gab die eine oder andere haarige Frage, wo die Kollegen aus Brüssel mich angerufen haben und wir haben das dann durchdiskutiert. Also beispielsweise ging es um den Transitverkehr und da war der Stolperstein Frankreich und die Franzosen wollten keinerlei Ausnahmeregelung zulassen für uns, was den alpenquerenden Transit, den Schwerverkehr betraf und der Verhandler in Brüssel, der mit unseren Kollegen verhandelt hat, der hat gesagt, er hat kein Pouvoir weiterzugehen, das muss er an die Staatsspitze in Frankreich herantragen. Da war es aber Mitternacht und der hat sich vielleicht nicht getraut, irgendwas heranzutragen. Mhm. Jedenfalls ich habe dann den Premierminister angerufen, der hieß Balladur damals, und der hat mir mitten in der Nacht erklärt, er versteht alles, was ich sage, nur er ist nicht zuständig. Zuständig ist der Staatspräsident für Außenpolitik und Integrationspolitik. Mhm. Jetzt habe ich dann den Präsidenten Mitterrand auch zu sehr später Stunde irgendwo erreicht, ich weiß nicht, im Pyjama oder was immer, und wir haben dann halt unsere Standpunkte ausgetauscht und ich konnte ihn überzeugen, dass unser Vorhaben, unser Verlangen nicht gegen Frankreich gerichtet ist, sondern eigentlich ein Schulterschluss zwischen uns beiden, Franzosen und Österreichern, gefasst werden soll, weil der eigentliche Streitpunkt war die Schweiz. Mittendrin, die durch den Schweizer Riegel die schweren Lkw nicht durchließ und die sind rechts und links abgewichen nach Frankreich und nach Österreich. Das war die Gemeinsamkeit der Franzosen und der Österreicher und die hat uns dann zueinander finden lassen. Dann haben wir, wie gesagt, 3 Tage, 2 Nächte durchverhandelt und haben das also praktisch Anfang März 1994 fertigstellen können. Nach sehr intensiven Verhandlungen, wobei das schon eine sehr, sehr gute Atmosphäre war. Also da ist schon wirklich an einem Strang gezogen worden. Da hat es keine Rolle gespielt, ob jemand von dieser oder jener Partei gewesen ist, ob er Ländervertreter oder Bundesvertreter, Sozialpartner, Gewerkschafter, Arbeitgeber, Bauernvertreter ist. Da ist wirklich an einem Strang gezogen worden. Und überhaupt in dieser Zeit ist aus meiner Sicht sehr viel Produktives in dieser Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ geschaffen worden.